Ganz fast hätte ich heute Morgen eine Pflanze für meinen Hintergrund gekauft und ganz fast hätte es passieren können, dass ich nicht total rot im Gesicht bin. Aber so ist das Leben. Herzlich willkommen in meinem Lesemonat Januar 21. Wie ich auf diesem Kanal schon erzählt habe, habe ich für dieses Jahr ein paar Leseziele. Und deswegen wollen wir alle kollektiv hoffen, dass mein Lesemonat Januar diese Ziele erfüllt hat. Weil wenn der Januar die Ziele nicht erfüllt hat, wie soll dann der Rest des Jahres verlaufen? Regretting Motherhood. Burner Thema. Regretting Motherhood ist ein Begriff, der beschreibt, wie Mütter sich fühlen, die keine Mütter sein wollen. Ich habe das, bevor ich das Buch gelesen habe, für ein sehr spezielles Phänomen gehalten, was passieren kann, was furchtbar ist, aber was eigentlich nicht passiert. Jetzt, nachdem ich dieses Buch gelesen habe, glaube ich, dass es bestimmt ganz vielen Müttern so geht und einfach die Themen Schwangerschaft, Geburt, Mutter sein, Kinder aufziehen, das sind einfach alles Themen, die total romantisiert werden. Das Buch ist eine Studie von einer Forscherin, die eben dieses Phänomen erforscht und dazu Frauen, die sich als Regretting identifizieren, interviewt hat und denen Fragen gestellt hat. Es sind praktisch immer Ergebnisse aus der Studie und dann Interviewszenen von diesen Frauen, die das so beschreiben. Und das ist extrem eindringlich, weil man diese Mütter hat, die einfach ihre Lebensrealität beschreiben und man kann sich da irgendwie sehr gut reinfühlen, weil man, man glaubt ihnen halt und man sieht es um sich herum. Es ist nicht so, dass Muttersein nur mit Zuckerguss überzogen wird. Man hört schon, dass es anstrengend ist und stressig etc. Aber das schwingt gleichzeitig immer mit, es ist so erfüllend und es ist so toll und dein Kind, wenn es dich anlächelt, dann weißt du, dass es sich alles gelohnt hat und so. Aber die gleichzeitige parallele Realität ist eben, dass du deine Identität verlierst, dass deine Mutterrolle dein Leben ergreift. Du kannst nicht mehr du selbst sein, du kannst dich nicht mehr an erste Stelle stellen. Wenn Menschen gar keinen Mutterwunsch haben, kann es trotzdem sehr leicht passieren, dass sie Kinder kriegen, einfach weil die Gesellschaft sie drängt, weil sie ihren Partner nicht verlieren wollen, weil sie sich nach einer Rolle sehnen und denken, dass sie das ausfüllen könnte oder weil es illegal ist, das Kind abzutreiben. Es gibt einfach richtig viele Gründe und es kann eben sehr gut sein, dass du, wenn du keinen Mutterwunsch hast und du kriegst ein Kind, dass du das Kind nicht sofort liebst. Okay, jetzt habe ich habe jetzt extrem viel über das Thema geredet. Ich bin nicht sicher, wie viel ich davon rausgeschnitten habe. Auf jeden Fall fand ich das ganz großartig, dieses Buch. Ich fand es mega spannend, mich in dieses Thema einzudenken. Auch aufzudenken, was davon ich selber vielleicht auch glaube, was von diesen Mutternarrativen ich glaube. Und ich bin sehr dankbar für dieses Buch, für diese Studie und dass da jemand drüber redet. Okay, ja, das war ein sehr romantischer Einstieg in mein Jahr. Dann habe ich wirklich viel romantischer, starkes, weiches Herz gelesen. Ich folge Daria Daria auf Instagram und das sehr gerne. Also ich finde sie wirklich sehr, sehr sympathisch. Ich folge auch einfach dem, was sie zu sagen hat, sehr gerne. Und deswegen habe ich dieses Buch gelesen. Ich habe es mir als Hörbuch angehört, das liest sie selber. Das fand ich natürlich extra gut. Und wie soll ich sagen? Also ich mochte das Buch gerne. Kein Selbsthilfebuch, aber es geht ein bisschen um Lebensweisheiten. Also sie erzählt aus ihrem eigenen Leben und sie will den LeserInnen was auf den zum Nachdenken mitgeben und sie ein bisschen anregen, um auch so über die Themen, die ihr so wichtig sind. Vor allem ist es, glaube ich, auf dieser Persönlichkeitsentwicklungsebene gedacht, das Buch. Und gleichzeitig ist es auch ein bisschen autobiografisch. Und das ist alles ineinander verpackt. Okay, also ich will nichts Negatives sagen, weil es ist wirklich ein tolles Buch. Aber es hat mich nicht so umgehauen. Es hat mich nicht so total umgehauen. Es war an vielen Stellen dann auf einem Level, das mich nicht so gut erreicht hat oder mich nicht so, mich ein bisschen unterfordert hat. Aber gleichzeitig fand ich halt schon auch einige Kapitel interessant. Also es ist nicht so, dass da gar nichts Neues drin war oder ich nicht berührt war. Also ich war berührt und da war auch was für mich dabei und ich habe das auch mit 4 von 5 Sternen bewertet. Habe auch über 3 von 5 Sternen nachgedacht, aber weil ich halt wirklich berührbar war, das dann doch 4 von 5 Sternen. Ich kann es sehr empfehlen für Leute, die Daria Daria sowieso schon mögen. Und alle anderen checkt sie auf Instagram aus. Frau sein von Mili Kiak. Ich habe sehr viel Positives gehört und es wurde mir sehr empfohlen. Und dann ist es mir zufällig in die Hände geflogen, weil es auf meine Stadtbücherei hatte es und deswegen habe ich es gelesen. Ich habe aber auch gesehen, dass es auf Spotify ist und da ist es auch, also natürlich gratis. Genau, und da habe ich auch reingehört und ich finde die Sprecherin sehr gut. Deswegen kann ich das auch empfehlen, das mal auszuchecken, falls da jemand Interesse hat. Frau sein ist eine Autobiografie von Mili Kiak,
die Schriftstellerin ist und Kolumnistin. Es ist aber nicht eine Autobiografie in dem Sinne eines Sachtextes, sondern es ist gleichzeitig eben prosaisch wertvoll geschrieben. Also und das Ganze sind Kurzgeschichten aus ihrem Leben, die autobiografisch sind und sich immer auf Frau sein konzentrieren. Also dabei geht es nicht nur um Frau sein, sondern auch um Migration und Aufwachsen, Bildung. Also es geht halt wirklich um ihr Leben, aber ich habe schon immer diesen Fokus auf Frau sein gesehen. Also ich finde diesen den Titel passend. Und es liest sich eben mehr wie Kurzgeschichten, die schön geschrieben sind und dann eben ihr Leben ergeben. Und das hat mich ganz schön umgehauen. Ich mochte den Schreibstil sehr gerne. Ich mochte diese Form von kurzen Geschichten, aus denen das Buch besteht. Ich fand ihr Leben interessant. Ich fand die Geschichten aus ihrem Leben sehr interessant. Sie sind sehr da, wo sie ist. Sie schaut nicht auf andere, sondern reflektiert sehr sich selbst. Ich fand dann auch vor allem interessant, dass sie von ihrer Schreibkarriere auch erzählt hat, wie sie zu schreiben gekommen ist, wie sie gerne schreibt, wie so ihre Anfänge waren. Sie berichtet eben auch so ein bisschen von dieser Schreibschlaf, der sie war. Irgendwie hat sie über viele Themen gesprochen, die mich da auch persönlich einfach interessieren, wie Schreiben und Frauen. Und Diskriminierung und so. Und dann war es schön geschrieben und ja, keine Ahnung, sie hat irgendwie eine interessante Perspektive auf vieles. Auch was sie über ihr Liebesleben erzählt hat, fand ich überraschend spannend, was eigentlich jetzt nicht so mega mein Thema ist, aber ja, ich fand sie als Person dann sehr interessant zu lesen und kann das Buch sehr empfehlen. Und checkt es auf Spotify aus, wenn ihr kein Geld ausgeben wollt. Dann kommt, was ich gelesen habe, was mein ausgeschriebenes POC-Buch war. Wer fürchtet den Tod? Und ich habe eine Weile gebraucht, um es zu lesen, weil es wirklich sehr viele Trigger-Themen enthält. Und ich glaube, es gab vorne keine Triggerwarnung, da muss ich wirklich sagen, das wäre angebracht gewesen. Das ist ein Sci-Fi-Buch, das in einem futuristischen Afrika-Setting spielt. Also spielt viel in der Wüste und in Wüstenstädten. Im Zentrum der Geschichte steht eine junge Frau, die mixed race aufwächst. Hier gibt es einen historischen Konflikt zwischen den Okeke und den Nuro. Es gibt ziemlich viel Rassismus gegen die Okeke in diesem Buch von den hellhäutigeren Nuro. Und die Hauptperson hat magische Kräfte und eine Hintergrundgeschichte, weil sie von ihrem biologischen Vater gejagt wird. Und ich möchte jetzt gar nicht unbedingt mehr von dem Inhalt erzählen. Ich glaube, das reicht für den Einblick, sondern mehr darüber erzählen, wie es gemacht wurde. Denn ich fand die Art, wie diese Geschichte erzählt wurde, sehr cool. Also ich fand die Hauptperson sehr interessant. Die war nicht so sympathisch. Die hatte ihre Momente, in denen ich sie mochte, aber insgesamt fand ich ihren Charakter relativ unsympathisch, aber ich fand es cool, weil sie war nicht überfeminisiert oder so. Also irgendwie fand ich sie auch cool. Ich fand sie unsympathisch und gleichzeitig auch sympathisch. Dann gibt es darin eine Liebesgeschichte, die ich nicht besonders mochte. Ich habe sie auch nicht gehasst, aber ich habe sie auch nicht besonders gemocht. Die Magie, die es dann gibt in dem Buch, ist für das, was ich bisher gelesen habe, in diesem dystopisch anhauchenden Science Fiction, was ganz Neues. Also, dass da überhaupt ein Fantasy-Element drin ist, ist ja schon mal erwähnenswert, aber dass die Art von Fantasy-Element, das ist nämlich kein Sci-Fi-Element, schon ein Fantasy-Element, das war was relativ Neues. Also es war ziemlich neu und frisch und ein bisschen OP. Ich konnte auf jeden Fall nicht vorhersagen, wie sich diese Magie weiterentwickeln wird und was mit ihr los ist und was sie genau kann. Es werden einige Themen sehr explizit angesprochen. Triggerwarnung habe ich schon gesagt, es findet sehr viel Rape statt. Und in diesem Buch ist es gut umgesetzt worden, meiner Meinung nach. Es ist halt nicht so ein perversierter Rape und es soll auch nicht irgendwie gut sein oder auch sowas. Es stellt einfach diesen Vergewaltigung, wie sie als Maßnahme im Krieg angewandt wird, in der realen Echtzeit dar. Also auf diese Weise wird Rape durchgeführt. Und dann gibt es noch so einen, der auch so klassistisch, rassistisch stattfindet. Ja, also es gibt ziemlich viel Rape. Und genau, aber das ist keine positive Regenbogengeschichte oder so, sondern das ist einfach relativ roh und real erzählt. Das andere Triggerthema ist weibliche Genitalverstümmelung. Das wird auch relativ explizit beschrieben, nicht in die Länge gezogen, aber ich finde schon im Kleinen ist es sehr viel. Also keine Ahnung, ich bin dann wirklich tagelang rumgelaufen und war so, oh, au, und musste immer wieder dran denken und hatte dann so ein kurzes Zucken, weil das einfach so
weil das einfach so ein schlimmes Thema ist. Aber das ist eben auch so roh erzählt und so real, dass es, finde ich, nicht, dass ich es nicht kritisieren will, dass es in dem Buch vorkommt, sondern es ist einfach was, was ich mitgeben möchte, falls sich für dieses Buch interessiert. Ich bin aber irgendwie auch keine Ahnung, wie ich dieses Buch bewerten soll, um ehrlich zu sein. Also 4 Sterne, vielleicht auch 3. Es war ein bisschen zu cool für 3 Sterne, aber ich hatte auch nicht so viel Spaß dabei, weil es so eher, weil es nicht so ein spaßiges Buch ist halt, aber auch nicht. Ja, genau, aber es war schon interessant. Also ich bin da irgendwie noch ganz unschlüssig, was ich von diesem Buch denke. Danach habe ich gelesen, Periode ist politisch. Und dieses Buch wurde mir mega krass auf Instagram empfohlen. Und von dem Buch bin ich sehr enttäuscht. Aber ich möchte auch nicht dieses Buch jetzt zu Tode kritisieren, weil es macht eine gute Sache. Es redet sehr stark über Periode, bla bla bla, und deren politische und ökonomische und soziale Komponente. Und alles, was in dem Buch steht, ist interessant. Aber alles, was in dem Buch steht, wusste ich schon. Also ich glaube, jeder, der sich schon mal gut gründlich informiert hat über Periode, der weiß, 90% der Informationen in dem Buch. Genau, also es schreibt auch so ein paar angrenzende Themen an, wie Feminismus und die Vulva und Verhütung und solche Sachen. Und es sind auch alles Sachen, die ich schon wusste. Also da ist jetzt, das ist kein sehr tiefes Buch. Das geht nicht tief runter, das bleibt sehr oberflächlich. Das erzählt sehr breit und oberflächlich alles, was man über Periode wissen muss. Und das ist ja gut, so ein Buch zu haben. Also ich glaube, für junge Leute ist das gut, für Teenager, Teenagerinnen ist das, glaube ich, eine fantastische Lektüre. Also wenn ich so jung gewesen wäre und dieses Buch gelesen hätte, das wäre Bombe gewesen. Und gleichzeitig ist die Perspektive halt auch aus so einer sehr privilegierten Sicht geschrieben. Dafür hat sie halt so Weltreisen unternommen und erzählt dann, was sie da gemacht hat. Und obwohl sie halt diese Forschungsreisen gemacht hat, um jetzt in dem Buch so ein bisschen Negativbeispiele aus anderen Kulturen und Ländern heranzuziehen, die für den deutschen Leser, deutsche Leserin nicht so eine große Relevanz haben, weil es eigentlich darum geht, wie wir in unserem Alltag negative Periode denken oder stigmatisieren oder da Mädchen und Frauen ausbeuten mit Periodenprodukten und es einfach falsch ist, da so eine Scham zu empfinden. Und gleichzeitig bindet sie eben immer wieder so sehr plakative Beispiele aus anderen Ländern ein, in denen Frauen zum Beispiel während ihrer Monatsblutung nicht in öffentliche Gebäude dürfen oder nicht in dem Familienhaus wohnen dürfen, sondern in den Stall müssen. Das ist, hat dann einfach immer was sehr Blödes, so auf eine Kultur zu zeigen und sich eine Sache rauszupicken und dann darüber nur zu reden, obwohl man das ganze Umfeld nicht kennt. Ich weiß nicht, ich finde es immer ein bisschen kritisch. Sie hat schon immer das angesprochen, dass sie das nicht machen will, aber gleichzeitig war es halt dann doch drin. Und genau, also ich fand es nicht komplett gut und ich würde es jetzt schon aus informativen Gründen empfehlen. Es ist kein schlechtes Buch. Dann habe ich gelesen, mein Self-Publishing-Buch, Harte Kerle Hickel nicht, wurde mir empfohlen und habe ich gelesen. Ja, keine Ahnung. Es ist jetzt, ich muss vorweg schicken, es ist wirklich nicht mein Genre und es war ein bisschen klar, dass es mir nicht gefallen würde und es hat mir, also ich fand es auch witzig. Es hat wirklich witzige Momente, aber es ist wirklich sehr Stereotyp Mann-Frau. Es ist ein sehr toxisches Männlichkeitsbild. Es ist auch ein toxisches Weiblichkeitsbild. Es ist ein toxisches heteronormatives Bild. Es ist immer wieder ein bisschen Rassismus und homophobe Sachen drin, die nicht so plakativ sind, aber die halt so ein bisschen indirekt doch drin sind. Und vor allem die toxische Männlichkeit. Das ist ganz schlimm. Also ich mochte, dass die Autorin wirklich sehr, also ich glaube, sie hat sehr viel Spaß am Schreiben und ihre Prosa. Man merkt, dass sie da viel reinlegt und sich viele Vergleiche ausdenkt und so. Und das war schön zu spüren. Dieses toxische Männlichkeitsbild, da konnte ich nicht drüber hinwegkommen. Aber es war halt auch so nicht mein Job. Es war ein bisschen klar, dass das vielleicht so eine sehr heteronormative Liebesgeschichte ist, die mir nicht gefallen würde. Aber ich habe mich überreden lassen und ich habe ja auch Self-Publishing lesen wollen. Habe ich gemacht. Dann das letzte, was ich gelesen habe, ist von Doris Dörrie, Lesen, Schreib, Atmen, ein Buch, in der Doris Dörrie, eine Filmregisseurin und Schriftstellerin, übers Schreiben redet. Und sie redet nicht so sehr, also sie redet eigentlich nur über eine Methode an kreativem Schreiben, die sie empfiehlt, dass man jeden Tag mindestens 10 Minuten sich hinsetzt und über ein Thema schreibt und dabei die Hand damit nicht zur Ruhe kommt. Also wenn man kurz überlegt, dann soll man weiter so Kreisbewegungen machen, damit man nicht rauskommt. Und dann einfach nur Gedanken bläumen lassen und niemandem zeigen, was man da schreibt, sondern einfach nur sich erlauben, alles zu schreiben, was man will. Und dann bietet sie in dem Buch verschiedene Themen, über die man zum Beispiel schreiben könnte und schickt dann ihre eigene Schreibübung hinterher. Also sie erzählt dann, was sie zu diesem Thema geschrieben hat und dann kann man eben selber auch zu dem Thema was schreiben, wenn man möchte.
Und die Aufgaben, wie sie die Aufgaben erfüllt, ergibt eben auch so eine kleine autobiografische Geschichte über sie. Und also ich fand es eigentlich sehr schön. Es hatte irgendwie so ein bisschen was Meditatives, dieses Buch zu lesen. Ich habe das sehr gerne immer mal wieder ein bisschen drin gelesen. Also es hat mir sehr gefallen, wie sie diese Schreibübungen gemacht hat. Gleichzeitig habe ich mir halt schon erhofft, mehr über diesen kreativen Schritt und Satz noch zu erfahren, also noch mehr Theoretisches und vielleicht noch mehr über Schreiben, was sie über Schreiben denkt etc. Also da hätte ich sehr gerne noch ein Buch, das sich mehr theoretisch mit Schreiben beschäftigt, gelesen. Habe aber trotzdem Gefallen an diesem Buch gefunden. Ja, das ist dieses Buch. Genau, das sind alle Bücher, die ich im Januar 2021 gelesen habe. Bisher habe ich meine Vorsätze eingehalten, also ein Hoch auf mich. Und ich wünsche euch allen einen schönen Februar.